Endlich Sommer. Das heißt, die Sonne guckt raus und, auch noch was anderes. Nur eines von vielen Problemen, mit denen Mädels in der wärmsten Zeit des Jahres zu kämpfen haben. Wir versuchen das gleich nochmal. Ah, der alte Beine-Schließen-Trick. Sehr schön. Bleibt dran, denn wir haben ein paar clevere Lösungen für diese kleinen, nervigen Problemchen im Sommer parat. Nachmittags im Pool abchillen. Ja, so lässt sich's leben. Olivia, bloß nicht die Limo verschütten. Oh Mann, die geht gleich unter. Aber keine Sorge, ich weiß, wie wir das hinbekommen. Und alles, was du brauchst, ist diese Schwimmnudel. Bin gleich zurück. Hast du eine Plastikwanne übrig? Nimm eine Schwimmnudel und zerschneide sie so, dass die Teile so groß sind wie die Kanten der Plastikwanne. Jedes Stück braucht noch einen Längsschnitt. Als nächstes die Dinger einfach an die Wanne stecken. Ganz ohne Kleber. Und nun füllen noch ein paar Eiswürfel und deinen Lieblingsvorrat an Limos. Hey Olivia, schau mal. Statt auf deiner Banane zu kentern, warum tust du die Flaschen nicht einfach hier rein? Ziemlich cool, oder? Ah, cool, das ist perfekt. Ich glaube, ich tausche die hier gegen eine Zitronenlimo. Prost! Also hier gibt's die leckersten Knödel, die musst du unbedingt mal bestellen. Oh, ganz vergessen, ich habe Limos bestellt. Oh, lecker. Kellner? Hat doch glatt vergessen, die zu öffnen. Na, ich krieg das schon alleine hin. Die geht einfach nicht auf. Sogar der gute alte Tischtrick funktioniert nicht. So wird das nichts. Mann, was soll ich denn jetzt machen? Okay, dann versuche ich's mit den Zähnen. Amy, nee, was machst du denn da? Brauchst du ein neues Gebiss? Gib mal her. Damit erspare ich dir jede Menge Ärger. Bereit? Halte ein Essstäbchen in einer Hand unter den Deckel der Flasche und dann hau einfach kräftig auf den Tisch. Bam! Siehst du? Hier, dein Drink, Frau Voreilig. Guten Appetit, meine Damen. Wow, ihr beide glüht ja förmlich. Auch ein Weg, schön braun zu werden. Oh, echt heiß hier draußen. Ich muss unbedingt mal ins Wasser. Ah, das ist schon viel besser. Zeit für einen kleinen Tauchgang, würde ich sagen. Brille aufsetzen und los geht's. Das fühlt sich so gut an. Aber irgendwie sehe ich hier absolut nichts. Sind das die Stufen? Au! Oh, mein Kopf! Mann, ich bin direkt an die Wand geschwommen. Emily, alles okay? Komm schon, ich helfe dir raus. Oh, jetzt sehe ich endlich wieder was. Kann ich mir die mal ausleihen? Ich habe eine Idee. Manchmal werden Tauchbrillen ein bisschen milchig, wenn man sie eine Weile nicht benutzt. Hier hilft dir Zahnpasta. Mach einfach zwei kleine Häufchen in die Linsen und jetzt mit den Fingern verreiben. Und richtig schön kräftig. Wow, cool, so gut wie neu. Versuch's mal. Okay, danke Olivia. Jetzt bin ich bereit, die Tiefen des Pools zu erforschen. Viel Spaß, Emily. Ich bin so froh, dass wir deinen Geburtstag hier draußen feiern, Sophia. Vicky! Oh, hi! Hey, worauf wartest du denn? Komm rüber! Okay. Wenn du jemals mit hohen Schuhen auf Gras gelaufen bist, weißt du, wie viel Lust Vicky gerade hat. Oh Mann, das fühlt sich an wie Treibsand. Hätte ich doch nur meine abgefetzten Sneaker angezogen. Okay, lass uns mal kurz zurückspulen. Wenn du deine hohen Schuhe ungern für ein Picknick opfern willst, versuch's mal damit, ein bisschen Wachspapier um die Absätze zu wickeln. Wenn das Papier festsitzt, stell den Schuh auf und noch ein Stück Wachspapier. Jetzt mach ordentlich Heißkleber um den Absatz herum und auf die Absatzfläche. Nachdem alles trocken ist, entferne das Stück Papier und schon hast du einen Absatzschutz. Aufgepasst, Gras. Diesem Modetrend bist du hilflos ausgesetzt. Also, wenn du das nächste Mal ein Picknick mit deinen Freundinnen planst, hab immer ein paar Schuhabsätze in der Tasche. Einfach an die Absätze dranstecken und schon bist du die Absatzkönigin. Siehst du? Jetzt versinkst du nicht mehr. Und übrigens, das Outfit ist fantastisch, Vicky. Yay, alles Gute, Sophia. Oh, wie schön. Gruppenkuscheln. An heißen Tagen wie diesen ist es wichtig, mehrmals Sonnenschutz aufzutragen. Auch ein bisschen? Oh, sprühst du dir das einfach ins Gesicht?
Treffen. War vielleicht ein bisschen viel? Ja, versuch das mal großflächig zu verteilen. Das hilft bestimmt. Ich bin absolut für Sonnenschutz, aber schützt du dich nicht ein bisschen zu viel? Okay, dann mal los, Sonne. Und wie sehe ich aus? Naja, nimm's nicht persönlich, aber du siehst ein bisschen irre aus. Nächstes Mal verwendest du eine Puderdose. Nimm das Pad aus der Dose und mach einfach ein bisschen Sonnencreme hinein. Ruhig bis zum Rand, da brauchst du nicht zu sparen. Leg das Pad zurück und verschließe die Dose. Jetzt kannst du unterwegs eine Puderdose rausholen und Sonnencreme auftragen, wann immer du sie brauchst. Also, wenn das nicht praktisch ist, dann weiß ich auch nicht. Hey, hättest du mir das nicht vorher zeigen können? Naja, wenigstens überlebe ich die nächsten 3 Sommer. Ja, stimmt schon, aber dafür siehst du aus, als hättest du dein Haus neu gestrichen, Emily. Keine erfrischenden Drinks dabei? Na, zum Glück haben wir Sophia. Oh Mann, heute ist es echt heiß. Oh, ich schwitze wie ein Schwein. Oh, das riecht ziemlich übel. Auf jeden Fall, dagegen musst du was tun, Sophia. Es ist ziemlich peinlich. Schon okay, ich glaube, ich habe was für dich. Hä? Eine Damenbinde? Hier, nimm schon. Danke, aber was soll ich denn damit machen? Na, an deine Achseln legen. Hä, was denn sonst? Okay, warum komme ich denn hier auf sowas? Wenn es mal wieder heiß ist, nimm eine Binde und leg sie in die Achselmulde deines Shirts. Oh, und natürlich noch eine auf die andere Seite. Hey Leute, wartet auf mich. Hey, schaut mal. Keine Schweißflecken. Oder? Ja, perfekt. Alles trocken. Also immer eine Binde dabei haben. Wow, eine echte Badenixe. So ein kleines Sonnenbad hat noch nie jemandem geschadet. Hey, super. Olivia will auch was von der Sonne. Aber sie sieht irgendwie längst nicht so relaxed aus wie Emily. Mensch, warum bleibt denn diese blöde Schwimmkappe nicht auf meinem Kopf? Ups, jetzt bloß einen kühlen Kopf bewahren. Keine Sorge, ich werf sie schon zurück. Danke. Mensch, ist das eine Kindergröße oder was? Komm schon, jetzt bleib drauf. Okay, ich versuch's noch einmal. Verdammter Mist. Ach, nur die Ruhe. Ich zeig dir mal einen Trick. Mach die Schwimmkappe mit Wasser voll. Und jetzt einfach verkehrt rum auf den Kopf fallen lassen. Siehst du? So funktioniert's doch. Ja, so macht man das. Aber jetzt rein ins kühle Nass. Was wäre ein sommerliches Video ohne ein paar Outtakes am Ende? Viel Spaß dabei! Wenn euch die Hacks gefallen haben und ihr noch mehr lernen wollt, abonniert unseren Kanal und teilt diese witzigen Videos mit euren Lieblingssonnenkindern. Tschüss!